Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Pay2Lose und begrüße euch zu meinem Video. Wie ihr seht, ist unser Greymon zu Metall-Greymon geworden. Ich bin ehrlich, auch wenn die Abstimmung eher unentschieden war, habe ich doch eher auf ein Sky-Greymon hingearbeitet, da Metall-Greymon wieder zum Part Maschine ist, dementsprechend nur die Maschinenattacken lernen kann, wo wir noch keinen Zugriff drauf haben. Ja, also, was soll ich sagen? Ich habe einen Wert von Sky-Greymon erfüllt und egal was ich gemacht habe, ist es jedes Mal zu Metall-Greymon digitiert. Hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Das sind aktuell die Werte. Hab noch ein bisschen, ich sag mal, trainiert, damit die Werte noch ein bisschen höher sind. Ja, wir sind jetzt wieder bei 18 Jahren. Das sind die Attacken, die wir lernen können. Die Feuerattacken können wir leider nicht. Ich hätte gerne noch die Kampfattacken und sonst die ganzen Maschinenattacken. Wir haben Heat Laser und Megaton Punch ausgewählt. Jo. So, wir haben uns auch direkt mit Vorräten eingedeckt. Diese Regenpflanze ist wichtig. Die wächst hier neben Tanemon. Wenn wir Tanemon ansprechen, hast du gehört. Es gibt dort eine komische Pflanze im tropischen Dschungel. Oh ja, ich habe eine Regenpflanze hier eingepflanzt. Jedes Mal so um den 15. Jedes Jahr um den 15. herum trägt es Früchte. Du solltest die nehmen. Wofür? So, das wissen wir jetzt also noch nicht. Wir gehen auf jeden Fall in Richtung tropischer Dschungel. Und schauen mal, was wir so dort machen können. Also wir gehen quasi wieder in den Osten. Oder Nordosten dafür aber diesmal. Eine Sache noch, die habe ich nicht zeigen können. Sobald man die Klinik in der Stadt hat, kann man am Mount Panorama ein Unimon finden. Das ist verletzt, dem muss man einen Verband geben. Und das kommt dann auch in die Stadt. Ist auch bei uns in der Stadt. Es geht dann in den Laden, in den Shop. Und macht dann Automaten auf, wo man halt Digimon-Karten dran ziehen kann. Das ist also ganz praktisch. Ja, das war es eigentlich, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ein Digimaschum. Und den 23. Ich glaube nicht, dass wir dann Piximon hier treffen. Nö, wenn das Digimon da ist, dann wissen wir, dass Piximon nicht da ist. Das ging schnell. Piximon wäre normalerweise hier. Ich meine, das wäre irgendwie, ich weiß nicht, ob das pro Spiel unterschiedlich ist, aber ich meine immer so um den 5., irgendwas mit 5 am Ende wäre das immer da. Ich weiß nicht, ob 5, 15, 25. Naja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier in den Norden. Hier wäre auch noch ein Klo. Ich finde es übrigens schön, dass die für die Toiletten immer andere Bilder genommen haben. Wir gehen weiter in den Norden. Overdale. Übergang? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, wie das auf Deutsch heißt. Ja, da kommen direkt die Florizamon. So, da wollen wir gleich hin. Wir gehen aber noch mal kurz hier ein bisschen weiter. Great Canyon. Oder Eingang zum Great Canyon. Oder Großer Canyon heißt das, glaube ich, nur. Ne, hier war das gar nicht. Oh, jetzt muss ich tatsächlich selber suchen, wo hier die Pflanze im Dschungel ist. Lange nicht mehr gespielt, das Ganze. Das Red Vegemon. Wir können hier lang. Mein Gott, ah, hier. So, merkt euch das? Eine kleine Pflanze. Oh, interessant, das ist ein Sprössling. Es hat sich ein bisschen bewegt. Ist das die mysteriöse Pflanze, über die alle reden? It's wilting. Es wird welk. Wenn ich nicht irgendetwas unternehme, wird sie sterben. So, wir können jetzt ein Item benutzen. Dafür gibt es dann natürlich logischerweise die Regenfrucht. Die nutzen wir auch. Ich finde das eine süße Animation. Jetzt lassen wir es darüber regnen. Das ist ein Vegemon. Wobei man dazu sagen muss, es ist etwas lustig, weil wir kriegen das nämlich nur durch Digitation, nicht einfach so und können es wachsen lassen. Hi, ich bin Vegemon. Was? Ein Pflanzen-Digimon? Oh, nur so nebenbei. Magst du Gemüse? Warum fragst du mich über Gemüse? Nun, ich mag Gemüse.
Jeder, der Gemüse mag, muss ein netter Kerl sein. Klingt logisch. Okay, ich habe mich entschieden. Ich werde dir helfen. Was für ein Persistent. Brauchst mich jetzt selber nachgucken. Was für ein komischer Kerl, aufmerksamer Kerl. Hey, warte mal. Oder aufdringlich, glaube ich. Nun dann werde ich nicht mitkommen. Tschö. Entscheid dich. Was möchtest du denn, dass ich mache? Warum kommst du nicht in die Stadt und hilfst uns? Okay, hört sich gut an. Ich bin hier sowieso zu lang gewesen. Vegemon geht in die Stadt. So, nachdem wir das auch haben, können wir dann hier links gehen. Wir werden direkt von einem Yammamon angegriffen. Geil, das kriegen wir schnell kaputt. Ja, mit einem Schlag, sehr gut. Zwar noch Geldeinheiten haben wir bekommen. Das ist ganz gut, weil wir nämlich kein Geld mehr haben. Haben das nämlich alles für Items ausgegeben. So, und dann werden wir nämlich hier wieder in der Kreuzung. Jetzt gehen wir mal nach oben. Denn wir können jetzt in ein Gebäude rein, da Metallgreymon in diesem Spiel auch ein Virus-Digimon ist. Was sozusagen das dunkle Metallgreymon ist. Gut, das war so auch nicht geplant. Egal, es geht schnell. Die hat sogar zwei aus. Ich weiß noch, was das. Die waren früher echt harte Gegner. Als wir das Spiel noch nicht so drauf hatten, meine Freunde und ich. Und die waren schon hart. So, 300 Geldeinheiten haben wir dafür bekommen. Ich glaube, das müsste sogar ein Champion-Level-Digimon sein. So, jetzt hoffen wir, dass wir uns an den zwei vorbeisneaken können. Das geht ja tatsächlich einfach. So, wir sind jetzt auf dem Friedhof. Hier kann man übrigens gute Luftattacken lernen. So, tada. Genau, hier ist noch ein Barkemon, das wir in die Stadt holen können. Barke. Das Barkemon verstehen wir nicht. Wenn wir selber einen Barkemon als Digimon-Partner hätten, würde es für uns übersetzen. Ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Sieht so aus, als würde er uns etwas fragen. Ja. Barke. Joa. Barke. Nein, natürlich nicht. Barke. Barkemon ist in die Stadt gezogen. Ich glaube, es war ganz okay. So, jedenfalls, wir wollen hier rein. Wir müssen hier nämlich noch was drin machen. Greylords Mansion. Das Greylord Anwesen. Ach, die Musik ist auch einfach nur schön. Was für ein großes Haus. Ist jemand hier? Niemand ist hier oder sie können uns nicht hören? Okay, sehen wir uns um. Klar, das macht man ja, ne? Huch. Wollte ich noch gar nicht hoch. Das sieht aber schon cool aus, finde ich. So, aber egal, wir gehen wieder runter, wenn wir uns nämlich unten umsehen. So, wir müssen das Ganze nämlich machen, damit wir später ein Event hier triggern können, damit wir hier rein können. Sie geht nicht auf, sie ist verschlossen, weil sie wird durch eine komische Kraft versiegelt. So, da wollen wir nachher hin. Ist auch zu. Die geht auf. Ah, hier ist sogar ein Klo, cool.
So, wir gehen einfach mal weiter. Die wilden Bakemon sind das sozusagen. Finde ich sehr cool, dass sie einfach die Hüte aufhaben. Ah, wir haben ein Filetstick bekommen. Nice. So, Kühlschrank. Boah. Gehen wir mal weiter. Oh, hier gibt es aber echt viel von denen. Eine Omnidisc. Ein Autopilot oder sowas haben wir immer gerne. Ich finde das Design auch geil mit diesem etwas abgenutzten älteren Holz. Ich mag so alte Häuser. Großer Festsaal. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Vielleicht können wir damit einige der Türen aufmachen. Ach, jetzt muss ich ernsthaft. Okay, dann lassen wir den fallen. Den brauchen wir nicht so sehr. Wir haben den Schlüssel des Hauses benutzt. So, hier unten war, glaube ich, nichts mehr so weit. Gucken, was hier oben noch ist. Es lässt sich nicht öffnen, es ist verschlossen, es gibt kein Schlüsselloch. Oh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Metallgrammer das Ding nicht einfach einreißen könnte. Naja, immerhin funktioniert der Schlüssel hier. Bibliothek. Dann erstmal ein Snack. Wenn es auch so schnell geht? Nö. So. Oh Gott, nee. Digimon sind anstrengend. Die letzten Tage haben wir mit einigen darüber gesprochen, uns so ein Virtual Digimon Pet zu holen. Das sind diese Teile, in das wir quasi reingesogen wurden. Wir haben nämlich gesehen, dass die neu aufgelegt wurden für 2020 und man die auf Amazon bestellen kann. Und lasst mich mal wissen, vielleicht hat ja einer von euch so eins, kann mir ein bisschen was dazu sagen, ob sich das halt auch lohnt. Ich glaube, nicht viele in meinem Freundeskreis werden sich das holen und meine Frau und ich werden quasi alleine, ob man damit dann ja genauso Spaß hat. Weil prinzipiell geht es ja darum, gegen andere zu kämpfen. So, wir schnüffeln jetzt einfach mal überall rum. Irgendwo muss ja der Herr des Hauses sein. Das ist ein Zuckermon. Ist uns aber egal. Okay. Okay, Wiederherstellung, aber wir können nichts mehr aufnehmen. Noch ein Autopilot, nehmen wir auch. Wenn ihr die ansprecht, die kämpfen übrigens gegen euch. Ach, ich zeige euch das einfach. Rockmon. Ah, das eine geht sogar laufen. Sieht man hier auch so ein paar Rahmenriegel. Ich weiß gar nicht mehr, was die können. Oh, Eisangriffe und dazu nicht gerade schwache. Egal, wir haben Metal Greymon, die können uns gar nichts. Okay. Ach komm schon, ist doch nicht fair. Okay, ich hätte ein bisschen gehofft, dass sie so ein paar Maschinenangriffe können, aber gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Gucken, was hier noch so ist. Noch mehr Gratis-Stuff. Ein MP-Chip, den möchte ich aber gerne mitnehmen. Ja, das können wir fallen lassen. Sowas mag ich nicht, was einfach nur die Werte im Kampf erhöht.
So, denn ich finde, dafür sind die Kämpfe in Digimon World einfach zu kurz. Okay, wir können nicht da lang. Okay, da können wir auch nicht lang. Okay, das lassen wir einfach mal so gelten. Die Bewohner des Hauses sind uns übrigens trotzdem freundlich gesonnen. Auch wenn die uns nicht direkt angreifen. Das hat man ja in den Rockmon gesehen. Können nochmal hier lang. Das sind die Bakemon mit dem Hut. Die finde ich aber noch cool. Wäre cool, wenn wir so eins kriegen könnten. Dann sind wir wieder am Anfang im Essraum. Der finde ich es auch schön gemacht. Könnt ihr schon mal erraten, welches Digimon wir hier suchen oder wer der Herr des Hauses ist? So, hier können wir noch rein. Noch ein Zuckermon. Ah, den möchte ich aber auch haben. Den Brainchip. Dass wir diesen dämlichen Schlüssel nicht einfach als so eine Art Sonderitem haben können, finde ich ein bisschen schade. Ist mein Essen fertig? Oder mein Abendessen fertig? Ist mir doch egal. Koch dir was. Wir haben anderes zu tun. Egal. Immer drauf da. Süß. Ja, und natürlich ist das Ding schneller als wir in der Hinsicht. Die Digimon sind aber alle recht stark hier. So, die Attacke ist zum Beispiel auch gut für Digimon, die das Luftelement benutzen können. Übrigens, die Attacke heißt hier Heat Wave oder Heat Laser. Auf Deutsch heißt sie hitzefrei. Nochmal so zur Übersetzung. So, weg ist es. Noch einer. Cool. Die können wir gebrauchen, denn für das nächste Kapitel sozusagen brauchen wir auf jeden Fall einen Umemon. Das ist natürlich nicht so cool, aber brauchen wir leider, um voranzukommen. Aber das werde ich auch wieder offscreen trainieren, dass wir dann halt mit dem mit Numemon das Ding mal starten, dann zeige ich euch, wofür man das braucht. Jetzt machen wir erstmal das hier weiter. Oho, und die Unimon-Statue. Medizin, okay, das ist uns egal. Verteidigungsdisk, ist uns auch egal. Ist uns auch egal. Erhöht nämlich die Verteidigung im Kampf. Ah, der wäre schon ganz gut, aber naja. Okay, einmal kurz anders hinsetzen und wir müssen irgendwo was übersehen haben. So, hier oben war die Bibliothek. Hier links war nichts. Ah, da ist noch eine Tür, in der wir nicht waren. Sagen, ich will doch jetzt nicht an so weit hier verzweifeln. Okay, hier ist nicht mal eine Tür. Okay, ne, wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten. Hier noch mal hoch. Das ist zu Kaimon. Wir müssten hier mal nicht weiter. Habe ich hier beim letzten Mal was übersehen? Ach komm schon. Zwei von denen könnte schon hart werden.
Ja, die können beide diesen, ich weiß gar nicht, wie der Angriff heißt, Download. Ist auch so ein temporärer Boost. Oh mein Gott, ich hasse es. Mach hinne. So, wir haben jetzt beide, treffen beide. Das eine ist sogar, wird jetzt verpixelt, klein, wie auch immer man das nennt. So, mit deren Angriffen treffen die sich zum Glück auch gegenseitig. So, eins ist down. Und das andere auch. So, keine wirkliche Herausforderung. Wie man sieht, Metagraman ist ein bisschen stärker als Andromon. Aber ich muss sagen, das war auch fast unmöglich zu bekommen von den Werten her, so früh im Spiel. Das ist ja unser drittes Digimon. Aber ich bin ganz froh darüber. So, jetzt hat es Hunger. Oh, das war's schon. Nice. Ah, natürlich, hier konnte man weitergehen. Oder? Genau. Und dann bricht man hier nämlich ein. Wir sterben einen jämmerlichen Tod. Jetzt waren wir beide. Geht's dir gut? Was für ein Platz ist das hier? Sieht so aus, als wären wir in den Raum hineingegangen, den wir vorher nicht betreten konnten. So, wir geben jetzt einfach mal das hier. Ein Schreibtisch. Ah, Medizin. Ah, okay. Sieht so aus, als wäre es verschlossen. Wird sich der Knopf öffnen? Okay, einfach nicht hinterfragen. So, jetzt sind wir nämlich hier. Jetzt können wir da aber rein. Dann gehen wir hier rein. So, hier haben wir ein schönes Bett mit einem schönen Sarg, wo man drinnen schlafen kann. Hier ist es. Ja, wir sind jetzt quasi im Keller des Hauses oder des Anwesens. Da liegt er ja. Miotusmann, kann mir bitte jemand helfen? Digimon, bist du okay? Wer bist du? Gib mir Essen. Hunger? Was möchtest du denn noch? Fleisch. Ich habe Fleisch. Fleisch. Was? Hier. Ein Schlüssel? Oh, jetzt müssen wir noch von... Oh, Alter, es geht mir so auf die Nüsse gerade. Egal, schmeißen wir die Medizin weg. Wir haben den Kühlschrankschlüssel bekommen. Okay. Ich habe nicht viel Zeit. Ich bring besser etwas hierher. Halt nur noch ein bisschen durch. So, ich möchte aber, auch wenn der gerade stirbt, wir gucken uns das hier an. Diese Statue finde ich einfach bis heute einfach nur geil. Jetzt von null Bezug irgendwie zu diesem gesamten Spiel, aber ich finde sie einfach unglaublich geil. So, wir müssen jetzt was zu essen für den Herrn finden. Miotusmann ist hier übrigens nicht böse, so wie in der Serie. Sondern ist halt ein normales Digimon. So, Bakuman macht übrigens nichts in der Stadt, das läuft einfach nur in der Stadt umher. So, wir gucken uns dann gleich noch an, was Vegimon hat oder gemacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr könnt euch schon vorstellen, was es gemacht hat. So, dann gehen wir hier. Wie gesagt, um später ein anderes Digimon für die Stadt freizuschalten, brauchen wir oder müssen wir das hier halt einmal abschließen. Wir wollen das Spiel jetzt mit 100 Punkten abschließen. So, dann können wir hier natürlich rein. Hier ist nichts. Da ist ein Memo.
Return to the position where you got the points from the down pawn. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das soll. Also mit den Dummen ist quasi das Barkemon gemeint, das nicht sprechen kann. Und was hat es einem für Punkte gegeben? Die Punkte, die es einem gibt, wenn es halt in die Stadt kommt. Ich finde es auch einfach nur unnötig. Ich hätte mir eher gewünscht, dass man dagegen Digimon kämpft. Anstatt jetzt wieder diese Hin- und Herlauferei. Aber nun gut. Ich wette, früher ist man da auch nicht so leicht drauf gekommen. Also nochmal raus. Wie gesagt, wenn ihr ein Digimon habt, was nicht vom Virustyp ist, kommt ihr hier nicht rein. Dann heißt es so ungefähr, eine fremde Macht hält euch davon ab. Ein Steak, juhu. Also quasi rohes Fleisch, was der isst. Ich meine, ich würde mich auch so anstellen. Ich würde auch nicht das normale Fleisch essen, wenn ich kurz vorm Verrecken bin, aber was soll's. Greylord. Ich weiß gar nicht, warum der Greylord heißt. So, jetzt können wir ihn füttern. Ich wurde gerettet. Danke dir. Tut mir leid für den Ärger. Was ist passiert? Ich bin Miotismon, Meister dieses Anwesens. Ich bin Peitubo, ein Mensch aus einer anderen Welt, und das ist mein Partner, Luz. Wir sind hier, um die Insel zu retten. Sieht so aus, als hätten wir eine Menge zu bereden. I welcome you. Sei mein Gast. Ich find's cool, wie es einfach so wegschwebt. Süß gemacht. Yum yum. Bitte hör mir zu. Yummy, yummy. Meine Leute hören nicht mehr auf mich. Ich glaube nicht, dass sie sich an meine Befehle erinnern. Manchmal verstehen sie mich einfach nicht. Meine Leute sollten mir Essen bringen, aber... Yummy. Das heißt, wir essen einfach munter. Während ich arbeite... While I was working, they didn't bring me meals, so I forgot to eat. Während ich gearbeitet habe, haben sie mir kein Essen gebracht, deswegen habe ich vergessen zu essen. Klar. Du bist zu sehr in deine Arbeit vertieft. Es ist mir so unangenehm. Ich glaube, es gibt hier Probleme in dem Anwesen. Problem on the island? Is everyone acting like my man? Problem auf der Insel? Verhalten sich alle wie meine Leute hier? Ja, die fangen alle an, ihr Gedächtnis zu verlieren. Glaubst du, dass jemand dahinter steckt? Was kann ich machen? Wir bauen eine Stadt, um die Herzen der Digimon zu vereinen. Wir sind auf der Reise, um Freunde zu finden. Was kann ich machen? Meine Leute haben nur Kampfskills. Möchtest du ein Match beitreten? Match? It's perfect. Ein Kampf? Super. Meine Männer werden wieder wie neu geboren sein. Also, möchtest du uns begleiten? Ja, aber ich habe immer noch meine Arbeit hier zu tun. Ich werde früher oder später dorthin gehen. So, das meine ich ja damit. Wir haben jetzt so gesehen hier nichts erreicht. Aber wie gesagt, wir brauchen das. Miotismon kann man jetzt manchmal in der Arena treffen. Wir nutzen nochmal schnell den Autopiloten. Gehen nach Fire City zurück. Gucken uns an, was Vegimon gemacht hat. Vielleicht läuft uns auch Barkemon über den Weg. Vielleicht auch nicht. So, Palmon ist jetzt nämlich auch hier und wir haben die Fleischfarm drastisch erweitert. Ah ja, das ist gut. So, Vegimon. Es ist noch nicht morgen. Möchtest du Gemüse kaufen? Das ist ganz cool. Wir können nämlich jetzt hier Gemüse kaufen. Wir können eine Superkarotte kaufen oder einen Falkenrettich. Sind zwar recht teuer, die erhöhen aber die Wirkung beim Training von,
Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das erste war Abwehr und Verteidigung und hier ist Geschwindigkeit und Köpfchen. Bin ich mir gerade nicht sicher. Das machen wir nicht. Wir bringen noch schnell die Sachen weg. Ich überlege gerade, ob wir Metall-Greymon nicht noch behalten sollen. Doch, ich glaube, für die nächste Folge werden wir Metall-Greymon noch behalten. Wir können damit nämlich noch was anderes machen, wofür wir ein starkes Digimon gebrauchen können. Und danach werde ich dann Numemon holen. So, ja, den brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. So, Brain Chip, MP Chip. Sehr gut. So. Ich würde sagen, damit machen wir hier einen Cut und starten das nächste Mal weiter mit unserer Reise in den Nordosten. Da gibt es dann diesmal auch mehr zu holen, mehr zu sehen. Ich würde sagen, den restlichen Tag werde ich noch damit verbringen, dass wir Metall-Greymon noch ein bisschen trainieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht in was. Ist eigentlich ganz gut so, nur damit der Tag halt zu Ende geht. Und ja, das war's dann eigentlich. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.